Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Autismus und Autotune Box von Mauli. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Autismus und Autotune. Wir haben hier eine quadratische Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So, 2018 ist es ja mittlerweile und vor knapp 3 Jahren, also im Jahr 2015, kam dieses gute Stück hier raus, spielverderbar. Seitdem war es etwas ruhiger um Mauli und jetzt ist er wieder zurück. So sieht das Album bzw. das Boxcover mal aus. Wir haben hier in der Mitte so einen roten Zettel Mauli. Und rundherum sehr viele in dunkelblau gehalten mit weißem Aufdruck Autotune bzw. Autismus X Autotune, also Autismus und Autotune. Und es sieht aus wie aus so einem Beschriftungsgerät oder so einem Labeldrucker. Also der wurde hier hunderte, tausende Male missbraucht für den Albumtitel. Und das Spannende ist, das Ganze ist so relativ matt, allerdings in der Mitte dieser Mauli. Dieses Mauli-Label ist in so einem Glanz, seht ihr das? Also im Licht sieht man das, so in Rot und Weiß. Dieses Design zieht sich hier komplett durch. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder Rot und Weiß. Hier lesen wir Mauli, Credits und Barcode. Okay. Der Deckel nicht zu klappen, sondern abzunehmen. Gefällt mir gut. Von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Umhängetasche. Das dürften wohl Socken sein. Die Instrumentals zum Album. Dann haben wir die Bonus-EP. Das Album an sich, Autismus und Autotune. Dann eine Karte, das Drumkit. Und 3 Sticker. Gut, auch hier von innen weiß. Wir machen das Ganze mal wieder zu. So, zur Seite. Und nachdem hier ja diverse Sachen noch eingepackt sind, holen wir das mal raus. Also, einmal die Umhängetasche. Mal die Socken. Und dann natürlich das Album. Das ist schon offen, aber so. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Sieht genauso aus wie auch schon das Boxcover, Autismus und Autotune und dann noch Mauli lesen wir hier. Das Ganze ist ein Digipack. Auf der Seite lesen wir auch, so rum, Mauli, Autismus und Autotune. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 10 Stück an der Zahl. Meines Wissens keinerlei Features auf diesen 10 Tracks drauf. Auch hier lesen wir wieder Mauli, Barcode und Credits. Gut, dann haben wir hier links einmal das Booklet verstaut. Schauen wir uns mal an. Wir haben hier einmal Mauli abgebildet mit seinem Helm. Und dann haben wir hier den Track Sturm mit den Infos, wer daran beteiligt war. Und natürlich auch den Text. Das zieht sich so durch, das Design. Gefällt mir sehr gut. Man hat hier wirklich jeden Text Wort für Wort abgedruckt. Zum Mitlesen, Mitrappen. Was steht hier? Lasst es einfach mal auf euch wirken. Heftiges Bild auf jeden Fall. Also wir haben hier so ein kleines Boot, so ein Ruderboot.
Es dürfte eben Mauli sein, der hier auf diesem Boot sitzt. Und dann hier eine lange Kette von diversen Luftballons in allen Größen und Farben, die hier emporsteigen. Echt schönes Bild. Das man eventuell noch als Poster verarbeiten können. Dann haben wir hier weitere Tracks. Nochmal zwei Tracks und zum Abschluss ein Track. Und was haben wir hier? Eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich hier im Detail durchlesen. Nochmals der Interpret abgebildet. Und nochmals die Tracklist. Okay, machen wir das Booklet wieder rein. Dann haben wir die Album-CD. Diese in rot gehalten. So sieht das aus. Auf der Rückseite wieder die ganzen Labels von Autismus und Autotune zu sehen. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. 10 Stück an der Zahl. Die CD in weiß und rot gehalten. Also rein dieses Rot und Weiß erinnert mich sehr stark an Supreme und ich glaube, die Box hatte sogar Supreme Box oder Limited Supreme Box oder so geheißen ursprünglich. Also ist auf jeden Fall gut gemacht und sehr durchgängig vom Artwork, vom Design her. Dann haben wir die EP Autismus und Autotür. Und zwar haben wir hier 4 Tracks, die ja schon vorab veröffentlicht wurden als Stream, so als kleiner Vorgeschmack auf das Album. Wir haben ja auch wieder 4 Tracks, Solo-Tracks. Und die kommen ebenfalls in einer Papphülle. So sieht das aus. Dann haben wir diese Karte mit dem Drumkit. Und zwar ist das so eine ganz reguläre Plastikkarte, wie so eine kleine Kreditkarte. Und dann haben wir auf der Rückseite, die Frage, wie wir es jetzt am besten machen, machen einfach so. Also wir haben hier dann jetzt darunter noch einen Code, den ich euch in dem Fall jetzt nicht zeige. Und da kann man das Drumkit runterladen mit diesem Code. Also die Drums des Albums oder die Mauli so gängig verwendet, kann man dann hier runterladen. Sehr schön. Gab es ja bis jetzt auch schon bei Flair, bei dieser Epic Box, gab es ja auch das Epic Drum Kit. Aber auf jeden Fall sehr selten in Boxen anzufinden, so ein Drum Kit. Dann haben wir 3 Sticker, 2 davon quadratisch mit Mauli-Beschriftung. Und dann einen ebenfalls mit Mauli, allerdings dieser kreisrund. 3 Sticker gesamt. Dann haben wir einmal Socken, und zwar sind die hier mit so einer Banderole verpackt, Mauli. Und auf der Rückseite lesen wir 80% Baumwolle, 18% Polyamid und 2% Elastan. Made in Turkey und die Waschhinweise. Die Socken sehen so aus, unterschiedlich, einmal rot und einmal blau. Wir haben hier jeweils auf der Sohle Mauli stehen und hier oben vorm Bund, also kurz unter dem Bund, haben wir dann auch nochmals hier Mauli zu lesen. Wie gesagt, einmal in so einem rosarot und einmal in blau. Ja, Socken hatte man auch schon des Öfteren in solchen Boxen. Ich bin jetzt kein großer Fan von unterschiedlichen Socken, also wenn ich Socken anziehe, dann achte ich schon darauf, dass die zusammenpassen und farblich stimmig sind, aber gibt sicher den einen oder anderen, der auf sowas steht und die dann anziehen kann. Und dann haben wir noch eine Umhängetasche, diese in blau gehalten, auch hier wieder roter Mauli-Schriftzug, ansonsten wirklich komplett blau. Die kommt in so einer, mit so schwarzen Trägern, die man hier Größen verstellen kann. Und wir haben hier diverse Reißverschlüsse, wir haben hier einmal vorne die Längsseite, einfach, dann natürlich rundherum das große Fach, hier sogar nochmal so ein kleines Zwischenfach, also eignet sich perfekt, um Geld oder Handy da reinzumachen. Und dann haben wir dahinter noch so ein kleineres Fach, so ein Geheimfach und hier ebenfalls nochmals ein Reißverschluss, der das Ganze zumacht. Gut!
Das war soweit. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhängetasche, dann die drei Mauli-Sticker, zwei quadratisch, einer kreisförmig, dann die Bonus-EP Autismus und Autotür, die Instrumentals zum Album Autismus und Autotune, der Code bzw. die Karte zum Drumkit, die beiden Socken und natürlich das Album an sich, Autismus und Autotune im Digipack. Ups. Das alles in dieser wunderbaren Box, Autismus und Autotune von Mauli. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mauli unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.